Freunde, was geht ab? Hier ist der Kelvin. Und in diesem Video, äh, ey, da geht es jetzt mal um eine Sache, wo ich eigentlich total ungern drüber spreche. Und ich versuche das jetzt auch mal ein bisschen allgemeiner zu halten. Es geht eigentlich darum, warum ich äh, warum ich nicht gern Nachrichten schaue. Ähm, aber äh, ich gehe mal da auf einen speziellen Fall ein und ich bin wirklich schockiert. Und, und mich schockiert wirklich nicht so viel. Ähm, das Schlimme ist halt, dass sowas tagtäglich passiert. Jetzt bekommt man es halt mal wieder mit. Es geht um, äh, um den Fall, meine Kinder haben mir das gestern gezeigt, dass da ein Video existiert, wo ein Polizist halt einen Schwarzen festnimmt und der dann leider später verstirbt im Krankenhaus. Ihr habt das Video vielleicht gesehen, wenn ihr eingeht bei YouTube Polizist findet ihr da die ganzen Berichte. Und ihr kennt mich auch, ich bin da so erstmal moment langsam. Das sind Berichte, die Darstellung der Medien, die stimmen auch nicht immer. Und das, das, das ist auch sehr schade. Und ich bin auch schon ein Fan von, von, von so Polizei, Feuerwehr, Rettungskräfte. Ich unterstütze die, wirklich. Und die, die, die kriegen so viel Scheiße an die Backe, obwohl die wirklich so, so einen harten, hart arbeiten. Und dann gibt es natürlich halt solche Ereignisse wie die, die das Ganze in so ein Scheißlicht rücken. Klar im Ärztebereich und in der Feuerwehr passiert es weniger, aber als Polizist, das ist, das ist auch wirklich eine undankbare Aufgabe und jetzt haben da ein paar Polizisten oder einer halt so daneben sich benommen und was jetzt die ganze Polizei damit machen muss, ist, ist echt, echt krass und jetzt war es halt auch noch ein ich nenne es jetzt mal ein Schwarzer, so haben sie es halt auch betitelt ein Farbiger, ein Afroamerikaner und jetzt geht es natürlich wieder in den Rassismus rein und so weiter. Und ähm, Also ich habe das Video gesehen und äh, habe das aus, auch aus der Perspektive betrachtet, wie man das eigentlich macht. Also ich war ja zehn Jahre bei der Bundeswehr, ich war da auch Wachsoldat, das heißt ich weiß, wie man Personen festnimmt. Ich, äh, das ist alles sehr, sehr ähnlich. Du musst immer die Verhältnismäßigkeit prüfen und so weiter und die war halt in dem Fall überhaupt nicht gegeben. Überhaupt nicht. Ich habe da nochmal weiter recherchiert gibt es noch andere Aufnahmen und dann sieht man auch, dass die den vorher schon eigentlich schon festgenommen haben und der war, also das war, ich sehe dieses Video, ich habe es leider gestern Abend gesehen, ich konnte nicht schlafen, ich sehe dieses Video und in mir hat es so gebrodelt, aber nicht gegen die Polizei, sondern gegen diesen Mann, der das gemacht hat und ey, das hat meiner Meinung nach nichts groß mit Rassismus zu tun, auch wenn es in seiner Welt eine Rolle spielt. Das war einfach eine Situation so dermaßen ausgenutzt. Und ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass man jetzt nur an der Sache jetzt verstirbt. Das war jetzt alles sehr unglücklich. Ähm, aber, äh, wow, krass, ne? Der war vielleicht vorher schon angeschlagen. Das geht nicht. Vor allen Dingen, wenn du siehst, die Person wird ohnmächtig. Aber ich wollte nicht, so, wollt nicht so tief rein, aber das fällt mir unheimlich schwer, weil mich das echt ärgert. Und ähm, jetzt natürlich die Frage: Sollte man sich sowas anschauen? Leute, das findet jeden Tag mit Sicherheit statt. In anderen Kombinationen, in anderen Verhältnissen. Das wird jetzt natürlich breitgetreten: Jetzt bekommen es alle mit und jetzt ist die Polizei die Bösen und so weiter, nur weil da dieser Vollidiot. Also, eins weiß ich: Da bin ich mir ganz sicher. Diese Person, egal ob die nur entlassen wird, ich nehme an, die wird verhaftet, kommt ins Gefängnis, dem sein Leben wird die Hölle werden. Der ist Fame. Also, der wird mehr bestraft, als die Person, die da leider äh, verstorben ist. Ähm, der, der hat die Hölle jetzt. Der hat die Hölle. Und die hat er verdient. Ganz ehrlich. Weil, äh, das war ja nicht unzurechnungsfähig. So, da, da ist ja Zeit vergangen. Also das kannst du nicht mehr entschuldigen. Ähm, aber ja, ich habe das jetzt gesehen und es befasst und deswegen schaue ich das nicht. Ich weiß, dass das gibt, aber ich brauche mir das jetzt nicht jeden Tag geben. So, es gibt keinen Grund, das jeden Tag sich anzuschauen. So, ich bin dann so ein Typ und sag, ich will das gar nicht alles mitkriegen, ich will das gar nicht sehen. Ab und zu ist okay, so wie jetzt. Du wirst wieder krass sensibilisiert, und ich weiß auch, das passiert tagtäglich. Aber es gibt viel mehr Gutes als Böses. Das weiß ich auch. Weil wenn ich die Medien ausmache, sehe ich was, was tatsächlich da passiert in der Welt, in der ich lebe. Und meine Mission ist es lieber, Vorbild zu sein, Gutes zu verbreiten, um dann sowas vielleicht, gut, das kann ich nicht einschränken, aber andere kleine Dinge. Es ne? geht ja auch schon los mit, mit Jugendlichen und da, wo man Einfluss hat und, ey, übel, übel. Und ich kann, was ich jetzt hier nutzen will, der Account, der, der ist eh klein, das erreicht eh nicht so viele, aber was ich euch sagen will ist, bitte steigt da nicht so tief mit ein. finde das, findet das schrecklich, findet das schade, ja, aber bitte macht es sich denn, holt aus und sagt Polizei und die ganze Welt ist scheiße und so weiter. Das, das wäre nicht fair. Das ist auch nicht der Grund, warum das passiert ist. Der Grund ist, wach zu rütteln. Die Polizei wird da viel draus gelernt haben und was da hinten dran passiert, Leute, ich bin mir sicher, dass die Polizei jetzt auch innerbetrieblich nochmal ganz viel wird da passieren. Die Politik schaltet sich auch ein. Ich hoffe nicht, dass man den Polizisten jetzt noch mehr Befugnisse nimmt. Ähm, in Amerika ist ja noch ein bisschen anders. In Deutschland, liebe Grüße an alle Polizisten da draußen. Ich weiß das zum Teil, weil ich viele Bekannte habe, die, die Polizisten sind. Euch hat man eh schon so viel Befugnis genommen. Wie, wie, wie will man denn noch durchgreifen? Aber ja, man sieht es halt. Ne? Also, äh, ich musste das jetzt mal rausballern und will auch mal einfach mal sehen, wie ihr da drauf reagiert. Aber nochmal... Das ist ein Teil von dieser Welt, das ist nicht überall so. Und, und, und vertraut einfach uns, unserem Freund und Helfer. So, ich, ich, ich will da jetzt nicht den in Schutz nehmen, aber man kann das jetzt nicht über einen Kamm scheren. Es muss ein Gesetz geben. Und, und weil jetzt eine Person maßlos daneben... Ey, Alter, ich habe so eine Wut auf den Typ. Weil der alles in den Dreck zieht und, und so viel Scheiße auslöst. Aber okay, ich kann es ändern. Ich versuche jetzt, meine Energie wieder runterzufahren und mich auf das zu konzentrieren, wo ich Gutes dazu beitragen kann, weil ich kann dieses Schlechte nicht verhindern, außer vielleicht mal hier drauf anzusprechen, um so ein paar Mindsets zu teilen. Ähm, ja. In diesem Sinne, Freunde, auf jeden Fall locker bleiben. Ich will hier im Chat nichts vul Vulgäres hören. Wenn mir jetzt ab und zu so mal irgendwie äh, was rausgerutscht ist, sorry. Ähm, der Chat hier bleibt anständig. Aber postet gerne mal eure Meinung. Aber nochmal, anständig. Ja, wir, wir, wir gehen nicht auf ein, auf ein Niveau runter, auch wenn ich jetzt vielleicht ein bisschen runtergegangen bin. In diesem Sinne, hey, Alter, das, ich, das hat mich gestern nicht schlafen lassen, ne? Das ist nicht aus meinem Kopf. Das ist so schlimm und ich habe schon wirklich viel Schlimmes gesehen. Aber Ungerechtigkeit in dem Zusammenhang dann noch. Ich weiß, sie existiert, aber brutal. So, in diesem Sinne, Freunde. Bis morgen.